Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Ganz herzlich willkommen, meine lieben Königinnen und Könige der Luft, meine lieben Waagemenschen. Dies ist die Legung für euch im Bereich der Familie. Das ist der dritte Wohlfühlbereich eures Zuhauses und dieser ist dem Element Holz zugeordnet. Holz steht für die Farben. Grün und ganz herzlich willkommen auch meine lieben Hunde in der chinesischen Astrologie. Ihr seid die lieben, treuen, zuverlässigen Gesellen, genau wie meine lieben Waagemenschen. Ja, und bevor ich mit der Legung beginne, möchte ich euch noch kurz zeigen, wo wir uns gerade befinden. Wir befinden uns hier im Bereich der Familie. Wie gesagt, dieser Bereich ist dem Element Holz zugeordnet. Ihr seht hier die grüne Farbe. Diese grüne Farbe steht, wie gesagt, für das Element Holz. Und wenn ihr wissen wollt, wie ihr diesen wichtigen Wohlfühlbereich eures Zuhauses nähren, fördern und stärken könnt, dann gebt auf meiner Kanalseite oben bei der kleinen Lupe ein, dritter Wohlfühlbereich, Familie deines Zuhauses. So, jetzt, ich möchte heute mal schauen, und zwar deswegen habe ich auch dieses Bild hier dabei mit dem Schlüssel, ja. Wir wollen etwas entschlüsseln. Und zwar wollen wir schauen, ob es jemanden in deiner Familie gibt, der dir gegenüber nicht ganz ehrlich ist, der vielleicht eine Maske trägt dir gegenüber, der nur ein freundliches Gesicht aufsetzt, aber sonst es nicht, vielleicht nicht so gut meint, ja. Genau, ich schaue jetzt mal mit den Personenkarten, wer das sein könnte. Ob wir hier jemanden bekommen. Und dann werde ich das noch überprüfen, meine Lieben. Wow. Da habe ich hier einen Ritter der Stäbe. Ein Ritter der Stäbe. Also das ist ein jüngerer Mensch. Das könnte auch. Ja, wobei Ritter der Stäbe, ja, also wo, wahrscheinlich ist es ein junger Mann und Stabenergie heißt immer Feuerenergie, also Widder, Löwe, Schütze. Könnte das Sternzeichen sein, muss aber nicht. Also auf jeden Fall ein jüngerer Mann, der sehr ungestüm ist, der sehr aktiv ist, was ja gut ist, ja, und also gerne auch Anführer ist so ein Stück weit, ja. Schauen wir mal weiter. Was ist mit ihm? Was ist mit diesem Menschen? Was dürfen wir da über ihn erfahren? Ah ja, das stimmt also. Das ist hier eine Bestätigung, dass er dir gegenüber, meine Liebe, mein Lieber, irgendwie ein freundliches Gesicht auf hat. Ich habe hier die Sense, schauen wir mal, wo die Sense hineinschlägt. In den Freund, okay. Ja, also ich habe gefragt, ob es jemanden gibt, der dir gegenüber eine Maske trägt, ja. Und wir haben diese jüngere, sehr aktive, sehr, wie soll ich sagen, feurige Energie bekommen. Und das ist wäre eine Bestätigung, ja. Und die Sense schlägt hier in den Hund, also in einen Freund, sozusagen in ein freundliches Verhalten, ja. Das heißt, er gibt sich vielleicht als Freund, freundschaftlich ist, aber. Ist aber so nicht, ne? Verhält sich nur so. Schauen wir mal, ob ich hier noch eine Bestätigung bekomme. Die Familie. Könnte natürlich auch ein älterer, etwas älterer Mensch schon sein, der sich nur so jugendlich aktiv verhält. Ui. Drei der Schwerter, ja.
Ja, schaut mal, drei der Schwerter steht immer für eine Herzensangelegenheit. Vielleicht gab es zwischen euch irgendeine Geschichte, die ihm oder ihr das Herzeleid gebracht hat. Ja, könnte natürlich sein, dass es da irgendwas gab innerhalb der Familie, wo man sich vielleicht irgendwie verraten gefühlt hat oder ungerecht behandelt gefühlt hat und jetzt natürlich aufgrund dessen dann auch sehr vorsichtig ist. Es geht anscheinend schon länger oder diese Angelegenheit ist schon länger her oder das zieht sich schon lange hin zwischen euch. Ja. Schlange steht auch für weibliche Energie, also es könnte hier auch eine junge Dame sein mit Löwe, Schütze, Widder Anteilen. Hier kommt wieder der Hund, doppelt Hund. Jedoch ist es wirklich ein Hund. Ist es wirklich ein Hund oder mehr eine Schlange? Aha, da haben wir hier. Ja, dann bekommen wir hier noch ein etwas, was im Verborgenen ist. Aha, ein Nein. Also, ja, also wir haben hier zweimal Hund, also das steht schon für jemand, der treu ist, aber die Sense schlägt in den Hund. Und hier habe ich die Schlange und den Hund. Also der Hund verhält sich eigentlich wie eine Schlange und nicht wie ein Freund, ja. Und das mit Sicherheit. Und das hält derjenige im Verborgenen. Und genau. Und diese Karte heißt, er ist kein Freund. Er ist kein Freund, definitiv nicht, ja. Eher eine Schlange, ja. Na, sehr traurig. Okay, meine Lieben, jetzt schaue ich mal für euch. Du bist geborgen, geliebt und gehalten im Licht, meine Liebe, mein Lieber. Schaue ich mal, welche Tochter der Marien dir hier einen gewissen Trost geben kann für diese Situation. Du wirst schon wissen, wer gemeint ist, wahrscheinlich aus der Familie. Mondsichel, Madonna. Die Mondsichel, Madonna, Zyklen und Mondphasen. Achte auf die Zyklen und verbinde dein Herz mit der kosmischen Mutter Mondsichel, Madonna. Ich rufe und bitte dich, wandle durch dein kosmisches Licht alle niederen Aspekte meines Herzens. Lasse es im Licht der Sonne, des Mondes und der Sterne leuchten, sodass man es schon aus der Ferne sieht. Amen in Liebe. Ja, die niederen Aspekte unseres Herzens wäre auch für diese Energie nicht schlecht, ne? Hier, für diese Menschen, der in dieser feurigen Energie sich verhält, ja, vielleicht auch sprunghaft ist, sehr aktionsgeladen und vielleicht hier als Schlange agiert, ja, als Schlangenmensch, ja. Und nicht als Freund, ja, der ja aufgrund von Verletzungen, ja, aufgrund von Verletzungen so agiert, ja. Ja, der kann sich der Kraft der Mondsichel Madonna auch annehmen, ja. Amen in Liebe, kann man da sagen, genau, meine Lieben. Ja. Jetzt hoffe ich, dass ich euch etwas Sinnhaftes mit auf den Weg geben konnte. Ich freue mich über einen Daumen hoch, wenn ihr mir ein Abo schenkt. Ganz herzlichen Dank. Und über wertschätzende Kommentare. Lasst mich gern wissen, ob ihr euch hier wiederfindet, meine Lieben. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin alles Liebe für euch. Servus.